Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, sehr, sehr besonderen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und zwar ist heute ein ganz besonderer Tag, denn ein neues Produkt von Vitik launcht genau heute. Und zwar Joy Palette Vitik Y Flash. Und zwar ist sie komplett made in Italy. Unser neues Baby. Und zwar ist sie einfach richtig, richtig geil. Und ich wollte euch für den Anfang erstmal alle Farben swatchen, denn in diesem Video wird mich noch eine Zuschauerin, eine sehr, sehr langjährige Zuschauerin von mir schminken. Und ich wollte euch aber erstmal Step by Step zeigen, was für Farben überhaupt hier in dieser wunderschönen Palette drin sind. Und wie gesagt, sie ist ab sofort unter www.vitik.com erhältlich. Und glaubt mir, sie hat mehr Bums drin, als ihr denkt. Und ich würde sie jetzt einfach mal swatchen, einfach mal ein bisschen auf die Farben eingehen, damit ihr alles Step by Step seht, wie sie aussieht. Für das Packaging haben wir uns diesmal was ganz Besonderes überlegt, denn unsere Marke Boutique ist eigentlich dadurch bekannt geworden, dass wir sehr, sehr viel mit Plexiglas gemacht haben. Und für dieses Packaging haben wir uns für Acryl bzw. Plexiglas entschieden. Und zwar kann man komplett durchgucken. Und zwar ist sie in einem richtig schönen Neon, sehr, sehr satten Hot Pink, was ich übrigens liebe. Und durch die Palette kann man durchgucken und ihr seht diese Kästchen hier. Markieren sozusagen die Farben dadurch und wenn man sie dann aufmacht, sieht sie so aus, also ich liebe es. Und hier auf der Rückseite seht ihr dann nochmal alle detailliert die Farben, alle Inhaltsstoffe, wie hergestellt wurde und. Und ich würde dann jetzt mal auf die Farben eingehen und zwar beginnen wir mit der ersten Farbe und zwar ist das Honey Drip. Hört sich sehr geil an und ist auch sehr, sehr geil und ich swatch jetzt einfach mal hier mit dem Finger. Und zwar ist das ein Wet Powder. Und zwar sieht das Ganze so aus und es hat einen so, so krassen Effekt. Das habe ich übrigens gerade auch auf meinem Auge ein bisschen mit drauf. Und hat einen sehr, sehr heftigen Effekt auf dem Auge, weil das Ganze einfach nass aussieht. Und es fühlt sich auch komplett anders an als alle anderen Shiny Lidschatten hier drin. Das werdet ihr auf jeden Fall merken. Und ich swatch das Ganze jetzt mal hier. So sieht Honey Drip aus und man sieht auf jeden Fall, dass es einem Honey Drip sehr ähnelt. Und ich liebe diese Farbe. Lena liebt die Farbe auch, oder? Ja. Sag ja, sag ja! Machen wir weiter mit der Farbe Sand. Und zwar sieht die in dem Fändchen ziemlich hell aus eigentlich, aber sobald man die swatcht, hat man echt ziemlich viel Pigment. Und, also sie ähnelt meiner Hautfarbe jetzt gerade extrem, aber sie ist auf dem Lid schon dunkler, als es hier aussieht. Und die kann man auch echt mega gut in die Crease einarbeiten oder zum Verblenden von anderen Farben. Super, super universell. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsfarben aus der Palette. Und zwar ist es Bubblegum. Und es war wirklich echt schwer, diese Farbe genauso hinzukriegen, wie sie hier in der Palette ist. Denn im Pfännchen sieht sie eigentlich nur pink aus. Aber sobald man die auf dem Finger hat, sieht man direkt, dass sie einen leichten peachigen Unterton hat. Und so sieht die Farbe geswatcht aus. Oh, ich liebe sie. Hab sie übrigens auch hier an meinem Auge am Rand. Und zwar wurde das damit ein bisschen ausgeblendet. Da seht ihr das. Liebe sie. Weiter geht's mit der Farbe Sangria. Und ich glaube, die Farbe sagt schon alles zum Namen. Denn das ist ein richtig schöner Sangria-Ton. So sieht sie auf meinem Finger aus. Geswatcht. Hat sie einen extrem schönen Effekt. Das meiste, was ihr seht, ist Sangria und hat einen richtig, richtig schönen rosa Unterton. Nicht ganz krass Weinrot, hat eher ein bisschen was Rosanes, aber auf dem Lid mega. Weiter geht's mit der Farbe Acai. Und zwar kennt, glaube ich, jeder die Acai Bowl. Und die ist eigentlich schon ein sehr, sehr dunkles Lila. Würde aber ehrlich sagen, geht schon echt extrem ins Schwarze, weil sobald man sie ausblendet, hat sie gar nichts mehr irgendwie von einem Lila, sondern eher was von einem hellen Grau. Und geswatcht sieht die Farbe so aus. Und man kann extrem viel mit der Farbe anfangen auf dem Lid. Und eigentlich diese fünf Farben, die man hier hat, passen extrem gut zueinander. Und für diejenigen, die sich bei der letzten Palette ein bisschen über die Pigmentierung geärgert haben, das Problem haben wir diesmal nicht. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Die vorletzte Farbe ist die Farbe Sparkling Denim. Und zwar liebe ich diese Farbe. Und zwar ist das ein ganz dunkles Blau mit einem richtig schönen Schimmereffekt. So sieht die Farbe nämlich aus. Und zwar ist sie ganz, ganz individuell. Und ich habe ehrlich gesagt so eine Farbe noch nie in irgendeiner Palette gesehen. Und die hat einen richtig, richtig
dunklen, schönen Ton mit Glitzerpartikeln, die auch wirklich drin bleiben. Weil manchmal ist es so, dass die Schimmerpartikel verfliegen, aber da bleiben die Schimmerpartikel wirklich in der Farbe drin. Und das hat einfach einen extrem krassen Effekt auf dem Auge. Und last but not least haben wir die Farbe Golden Hour. Und ich finde, besser hätte man die Farbe nicht beschreiben können. Und zwar ist das ein richtig schönes Kupfer und das ist auch was ganz anderes als zum Beispiel Golden Hour, mal im Vergleich. Die ähneln sich schon ein bisschen, aber man sieht den Effekt auf jeden Fall, dass Honey Drip gröber ist als Golden Hour. Und das Ganze sieht geswatcht dann so aus. Und so sieht die Palette komplett geswatcht auf meinem Unterarm aus. Also die Pigmentierung ist auf jeden Fall da. Und man kann super, super viel mit der Palette machen. Und ich bin echt sehr, sehr stolz, dass wir das echt so gut hinbekommen haben. Und wie gesagt, ist ab sofort erhältlich auf boutique.com. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, mal die Palette in Action zu sehen. Und ihr seht, wie Laura mich schminken wird. Let's go! So habe ich hier die wunderschöne Laura neben mir sitzen. Hallo! Und zwar ist Laura ein sehr, sehr großer, okay, ist vielleicht nicht mehr so groß, aber früher war sie ein sehr, sehr großer Zuschauer. Ich will jetzt nicht Fan sagen, aber du warst auf jeden Fall ein Zuschauer von mir, die sehr viel mitverfolgt hat, so mein Werdegang und alles. Und du warst schon sehr früh dabei. Seit wann ungefähr? 2014. Lange dabei, sehr lange dabei. Und es freut mich wirklich sehr, dass du neben mir sitzt. Freut mich, dass ich hier sein darf. Das finde ich sehr, sehr cool. Denn Laura ist für mich eines der krassesten Instagram-Make-up-Mädels da draußen in Deutschland. Und ich habe euch hier auch mal eingefügt, wie das aussieht. Also so sieht alleine nur ihr Feed aus. Das ist krank, was sie drauf hat. Und heute, zur Feier des Tages, ist heute die neue Boutique Y Flash rausgekommen. Das ist die neue Palette von Boutique und ich kriege sie gerade nicht auf. Nein! She's a little beauty! Und zwar sind das 7 ganz neue Farben von uns entwickelt. Und die Qualität ist, Laura wird mich heute mit dieser Palette schminken. Und ich bin super gespannt, was du daraus machst. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch mega. Ab sofort erhältlich auf boutique.com. Ich würde dann dir die Palette jetzt einfach mal übergeben. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dankeschön, werde ich haben. Let's go. Welche Augenbrauenfarbe hast du? Taupe Medium Brown. Also irgendwas dazwischen. Es ist so warm. Ich fange erst mal mit Augenbrauen an. Okay. Ich glaube, ich mache das Auge als erstes. Mhm. Wie bist du zum Make-up gekommen? Ich habe von Alicia Marie, die kennst du ja mit Sicherheit auch, Halloween-Videos gesehen. Mm. Und dann habe ich auch angefangen, mich zu schminken mit den Sachen, die ich hatte. Ich hatte damals Bastelglitzer benutzt. Mm-hmm. Und dann dachte ich so, weil ich habe das auf Instagram immer gesehen, vielleicht kann ich auch einfach eine Instagram-Seite anfangen. Und dann habe ich 2017 im Oktober eine Instagram-Seite angefangen. Ich weiß das noch, weil ich weiß nicht, ob das 2017 war, aber du warst auf jeden Fall einer der ersten, glaube ich, die auch für Boutique gepostet haben damals. Ich habe das ganz oft gepostet. Danke! Und schminkst du eigentlich auch andere Leute so oder nur dich? Meistens nur mich. Ich schminke andere ganz selten, außer wenn Freunde zum Beispiel mal fragen, ob ich die mal schminken möchte oder aus Spaß. Aber sonst eher nur mich. Ich glaube, höchstens 10-mal andere Leute geschminkt. Bin ich die Hälfte. Ich fühle mich geehrt. Also, andere schminken finde ich komplizierter, weil ich bin recht perfektionistisch, was Augen und so angeht. Und ich viel immer blenden möchte. Mhm. Und ich denke mir so, am Ende, wenn ich so 3 Stunden an einem Look sitze, ich lasse mir gerne Zeit. Ja, ist auch gut so. Wir haben auch Zeit heute. Nimm dir die Zeit. Was machst du als erstes? Ich benutze als erstes den dunkel-lilanen Ton. Sangria. Mittleren Lila. Das ist auch ein Lila, oder? Mhm. Ganz, ganz dunkel. Das Acai. Aber das ist schon fast schwarz. Mhm. Aber ich finde das besser als komplett schwarz. Mhm. Sehr gut. Geil. Konzentration. Ich bin echt gespannt, was du jetzt machst. Nimm noch ein bisschen von dem. Das ist schon heftig, wie man so mit der Zeit mitgewachsen ist und das immer, man mitverfolgt hat, wie man immer größer und immer größer wurde. Ich finde das bei mir auch richtig krass, also jetzt nicht nur bei mir selber zu sehen, wie ich älter geworden bin, sondern gerade an euch, an so Zuschauern, merke ich das richtig krass. Das ist so heftig. Einige, ich finde es auch schön, dass bei dir in der Community noch welche
ganz viele da sind von ganz früher. Mhm. Und dass man die auch noch so gut kennt, mit denen kann man sich gut unterhalten. Das ist richtig süß, ja. Mhm. Man merkt so richtig, früher war es so richtig Fangirling. Und mittlerweile ist es so, ey, es geht. So erwachsenes Unterhalten voll, ist das. Voll, es ist mega cool. Auch gerade auf der Party oder so, wie ich gemerkt habe, einfach wie alle so groß geworden sind. Mhm. Meine Babys sind groß geworden, das ist so süß. Und jeder kannte sich gefühlt auch noch, weil jeder noch befreundet miteinander war. Ich habe ja auch noch ganz viele Freunde aus der Community. Das ist so schön. Das war, glaube ich, so mit das Beste, glaube ich, so zu sehen, also für mich ehrlich gesagt, so zu sehen, dass so Freundschaften entstehen durch mich, so, dass ich so irgendwie so ein Ankerpunkt war und dass so durch mich auch Freundschaften entstehen. Das sollte so gehen. Ich gehe jetzt in, was ist das für eine Farbe? Golden Hour. Golden Hour. Schön, machst du das. Sie sind echt, ich liebe deine Schimmertöne. Dankeschön. Wir machen jetzt das andere Auge ohne Kamera und sind dann gleich wieder da. So, das andere Auge ist jetzt ready und jetzt kommen wir zu meiner Base. Mein Make-up. Ich bin gespannt. Kannst du den schütteln? Nö. Gut. Let's go. Okay. Und jetzt? Jetzt Foundation. Und zwar habe ich hier drei Farben und eventuell ist das gerade eine Testphase für Boutique. Und Laura darf sie heute zum allerersten Mal als fremde Person an mir testen. Und ich will auch wirklich deine ehrliche Meinung dazu haben. Okay. Also du kannst es gerne auftragen und testen und mir sagen, wie du die dann findest. Also mach ich. Mhm. Du benutzt auch mal so einen. Mhm. Also jetzt auf dem ersten Blick bin ich jetzt schon recht stark in der Kraft. Mhm. Mal gucken, wie das gleich beim Ausblenden ist. Mhm. Ich mach immer erst Foundation mit dem Pinsel drauf. Mhm. Und dann blende ich das mit dem Schwamm ein. Mhm. Immer in leichten Steps mit dem Schwamm. Natürlich. Hast du den auch? Ja. Natürlich. Zugeschickt. Der hat auch ein schönes Finish. Mhm. Also ich würde es auf jeden Fall nicht matt beschreiben, sondern eher so ein bisschen glowy. Dewy matt, ne? So, das lässt die Haut gesund aussehen. Mhm. Du hast früher meine Kindheit und so, wie ich aufgewachsen bin, echt schon krass geprägt mit den Sachen. Echt? Mhm. Überleg mal, nur mit Videos. Mhm. So crazy. Du warst wie alt? Wenn das 2014 war, da warst du 12. Ein Baby. Einfach 12, das ist so krass. Irgendwie so voll schwer nachvollziehbar. Also nicht schwer nachvollziehbar, aber irgendwie... Für dich war das halt nur so ein Beruf wie für jeden anderen ja, auch. Ja, und es war halt nur so, ich habe Videos gemacht und ich hatte Bock drauf. Und aber dass ich dadurch so eine Masse an Leuten geprägt haben und deren Kindheit und Pubertät begleitet haben. Mhm. Das war halt bei mir auch jemand anderes damals. Bei mir war es ja Rihanna, wo ich halt voll aufgeguckt habe. Und klar gab es jetzt keine Vlogs von der oder keine Ahnung was, aber ich kann das schon voll so verstehen. Also ja. Das ist voll crazy. Das ist schon echt. Ich weiß noch, damals hattest du immer die Catrice, diese blaue Mascara und die plötzlich überall ausverkauft war. Ja, Mann, das war so krass. Ich habe die auch eine Zeit lang benutzt. Meine Mutter benutzt die jetzt auch immer. Ja? Mhm, aber ich bin jetzt so... Ich liebe sie immer noch. Ich finde, die Verpackung hier fühlt sich hochwertiger an. Mm. Kannst du das bitte nochmal sagen für die Kamera? Also, die Qualität fühlt sich nicht so hochwertig an wie die Boutique-Palette. Auch vom Gewicht, ja. Von der Aufmachung. Ihr habt's gehört. Und das ist Giorgi. Wenn das nicht zu heftig ist. Mm. Ich bin manchmal auch so, ich könnte Highlight auf meine komplette Wange machen. Me so, Sun-Kissed Glow. Nochmal mit dem Pink. Bubblegum. Ein bisschen ausblenden. Hm? Das Bubblegum ist nicht so ein Pink-Pink, das ist eher so ein... Ich finde, das hat irgendwie so einen leichten Peach-Unterton. Mhm, voll. Ich zeige euch den Look jetzt mal von nahen. So sieht das Make-up von Laura aus. Es ist wunderschön geworden. Und damit würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Und es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und dass wir uns auch mal wiedergesehen haben. Ja. Spätestens auf der nächsten Boutique-Party sehen wir uns wieder. Mit Sicherheit. Und wie gesagt, die Palette ist ab sofort erhältlich auf boutique.com. Die
Boutique Y Flash Palette. Oder folgt auch am besten Boutique auf Instagram, denn da seht ihr nochmal alles ganz genau und detailliert. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Fühl dich geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!